Hallihallo, Dungeon Frog hier und wir machen weiter mit unserer vermeintlich guten Gruppe und kämpfen für das Gute. Yay! Alle am Feiern. Ja, in der letzten Session haben wir ziemlich viel rumgelabert. Haben ein bisschen die ganzen NPCs kennengelernt und sind jetzt ins erste Kampfgebiet gereist und bin mal gespannt, was uns da so erwarten wird. Sicherlich nur Gutes. Wir haben alle Gruppenmitglieder mitgenommen, so machen wir das als gute Gruppe und ich weiß nicht, welcher meiner Charaktere überhaupt Arcana kann. Bless mal Shall unseren we move? Hauptcharakter. We shall move. Ich muss sagen, seine Voice gefällt mir aber auch irgendwie nicht. Irgendwie bin ich mir da noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob ich die gut finde oder nicht. Aber lasst uns mal durchstarten. Und wir gehen natürlich in den Stealth-Modus. Oh, Und shadows, embrace me. eigentlich wollte ich alle stealthen. Okay, gut. Mal gucken, ob wir irgendwas herausfinden. Ja, nice. Und da war ein Earthquake. Ob das tatsächlich der Spell? Ich glaube, den Spell gibt es gar nicht hier in dem Spiel, ne? Earthquake. Und wir sehen mehr Feinde. Ich überlege gerade, denn wir wollten ja eventuell mal den Cheat-Modus aktivieren, nämlich den rundenbasierten Kampf. Deswegen, ja, vielleicht machen wir das mal. Sollte uns das Spiel auf jeden Fall um einiges vereinfachen. Dafür müssen wir, was müssen wir dafür drücken? Wo war der Knopf nochmal? Hier, genau. Und danach ist das ganze Spiel schon tausendmal einfacher. Wir wollen natürlich trotzdem den First Strike. Always be Und ready den for the macht er worst. wohl mit seinem Range-Angriff. Yet another obstacle. Wow, wow, wow. Und der Turn-Based-Modus wird aktiviert. You are playing with Auto-Turn. Option enabled, whatever. Machen wir. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt den First Attack überhaupt gemacht haben. Flat-footed. I'm not sure. Sie kann gar nicht so weit laufen. Aber sie kann so weit laufen und ihn hauen. Und sie macht direkt einen guten Schaden. Unser Charakter. Wir haben, glaube ich, keine Waffe, die was dagegen hilft, ne? Wir haben auch nicht unser Schild aktiviert, was ich eigentlich hätte machen sollen. Denn wir tragen noch immer einen Dagger. Das heißt, unser Charakter wird Light of Angels casten. Und in Close Range laufen. Er schießt drauf. Ich überlege gerade, ob wir irgendeine seiner Skills benutzen. Wow, der Schaden, den er macht, ist nicht schlecht. Während wir einfach draufhauen. Sie hat eine gute Waffe. Kann wahrscheinlich diesen Drench finishen. Sollte übrigens die Schildhaltung deaktivieren hier in dem Modus. Und beende ihren Zug. Aktiviere ich das Schwert. Wie lange hält das denn? Ist ja gar nicht, ne? Doch eine Minute. Na, dann hauen wir den so kaputt. Das sollten wir so schaffen. Und ja, der Nachteil so ein bisschen an der ganzen Sache ist, wir deutlich länger brauchen, um. Machen nicht gerade viel Schaden. Aber deswegen haben wir ja die Gruppe dabei. The Inheritor, guide my blade. You are today's sacrifice. Oh, come on. Ja, man sieht auf jeden Fall, man braucht deutlich länger. Und wir machen keinen Schaden an den Reducen. Aber es ist hundertprozentig mal sicher, wir haben keinen Schaden genommen. Und ansonsten hätten wir sicherlich einige Schadenspunkte genommen. Wir gehen wieder in den Sneak-Modus und laufen weiter. Wir sind noch immer, glaube ich, nicht von dem Level ab. Aber mit dem paar XP, die wir dadurch bekommen, wird es noch mal ein bisschen dauern. Wir finden ein goldenes Symbol. Wahrscheinlich einfach nur Trash.
wherever my legs carry me. Gar nicht so schlecht. Ich noch mal ein bisschen Loot. Ein Rookie Marauder. Greif ihn mit ihm an, auf dem Stealth. Sind einige Rookie Marauders. Did we find trouble? No, they did. Ich hoffe, es bleibt bei den drei. Ja, diesmal sind sie auch, ich überleg grad, habe ich genug Range für Bless? Ne, wir sind gedashed, ja, echt? Oder sind sie noch am Stealthen? Sind sie am Stealthen? Ne, sind sie nicht. Naja, gut, sie stealthen, glaube ich, so lange, bis sie entdeckt werden. Wenn ich das richtig sehe. Können nicht angreifen. Blessen wir. Aber die Gruppe... Ach komm, wir blessen trotzdem. Whatever. Wir können ja trotzdem nach vorne laufen. Die Musik ist ziemlich episch dafür, dass wir nichts machen. Und irgendwie join den Gegnern mehr Gegner. Habe ich das Gefühl. Vielleicht war der Fight doch eine Nummer schwieriger, als ich gedacht habe. Wenn dem so ist, sollten wir doch... Aber wir haben nur zweimal die Angriffe. Dann gehen wir mal für deren Herz. Die Mist direkt. Der Marauder? Was macht der denn? Wo lange läuft der denn? Interessant. Wir machen maximalen Damage scheinbar. Und in der Tat, kommt er da dran? Make every strike count. Ich würde ihm auf jeden Fall die Range-Charaktere fokussen. Oh, let the attack commence. Unser Charakter ist ein wahrer Damage-Dealer. Ah, ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das die richtige Entscheidung war, wie wir den Charakter gebaut haben. Bis jetzt überzeugt er mich nicht. Aber das war auch eigentlich so gedacht. Trotzdem. Ah, ich glaube, da hinten sind andere NPCs, gegen die er kämpft. Scheinbar. Gut für uns. Schlecht für die NPCs. Er macht echt guten Schaden. Schießt einfach einen nach dem anderen weg. Ich meine, wir machen auch zwei Angriffe, aber der eine... Der eine misst. Ja, okay. Nice. Nehmen wir mal ein paar Crits. The spirits demand your blood. Und im Rundenmodus ist das Moven, beziehungsweise das Heilen im Kampf noch schlechter als im Turn-Based-Modus. The Inheritor, guide my blade. Ich hoffe mal, wir werden nicht nochmal gecrittet. Aber vergesst nicht, auch wenn unser Charakter sehr nutzlos hier aussieht, er hat gebläst. Das ist auch nicht schlecht. Gegen was kämpft er denn da? Marauder attacks Neophyte Barbarian. Sind das nicht auch Gegner? Was ja dann nicht schlecht wäre, wenn es der Fall wäre. Dann würden wir nämlich direkt von einem Feind in den nächsten kommen. Und unser guter Monk macht die ganze Sache hier alleine. May I see your entrails, please? Ich hoffe, der Beißangriff scaled nochmal irgendwann. Into the fray. So. Make every strike count. Hä?
Das ist auch ein bisschen lustig. Denn eigentlich ist der Kampf ja zu Ende. Dann geht er weiter. Ich glaube nichts, was wir unbedingt drauf holen müssen. Warum steht da Delay 7? Was passiert dann, wenn wir delayen? Ja genau, da ist er nämlich und fightet gegen Marauder, Neophyt und Stadtwachen. Wir dashen einfach mit so rein. Why not? Können wir ja noch den Arcana-Check machen. Ah, ich weiß aber nicht, welchen Charakter ich dafür haben würde. Gibt da irgendwen von hier aus? Als Mensch sollte er aber schnell unterwegs sein. Was eigentlich relativ praktisch ist. You won't survive me. Ach, die Speed Movement hat er. Gar nicht so schlecht. Und heißen die beide Kenbraid. Okay, das ist ein Crusader. Das ist whatever. Unser Charakter kann auch ziemlich weit laufen. 60 Feet. Kommt. Ich hoffe, er kriegt hier keine Opportunity Attack, sollte er aber nicht. Und. Die, die, die! Was ist das für einer? Cleric, okay. Könnte hierhin moven. Aber, na gut. Könnte es auch heilen. Das bringt ja aber auch nicht so wirklich was. Deswegen positionieren wir sie mal auch in den Kampf. Frag mich, ob wir gleich EP kriegen, wenn er sterben sollte. Okay, die Mobs sind alle irgendwie doof, würde ich sagen. Ich meine, gut, Gegner priorisieren hat schon Vorteile. Aber einmal durch die quere Armee zu laufen, erscheint mir nicht so klug. Und alle kriegen Schaden. Ist irgendwer gestorben? Weiß ich gar nicht. Wir können gerade ein wenig leben. Der Marauder. Aber wir killen ihn hier. Das war nice. Wir killen sogar einfach alle. Boom, boom, boom. Ich weiß nicht, ob wir jetzt weniger EP bekommen haben. Dadurch, dass wir... Die beiden gehören zusammen. Das heißt, wir greifen ihn an. Burn, slice, behead, yes. Woran ist er denn jetzt gestorben? The spirits demand your blood. Komisch. Oh, unsere... Obwohl, wir hätten vielleicht dashen können, ne? Hier den Charge-Angriff machen können. Ah ne, sie kann auch so laufen. Okay. Geh nochmal ein bisschen AOE-Schaden. Make every strike count. Oh, er hat verfehlt. May I see your entrails, please? You are today's sacrifice. Und finishen wir das. Nice. So. Looten wir mal. Gucken, ob irgendwas Interessantes dabei ist. Ein Kupferring. Die leichten Sachen nehmen wir auch mit. Und auch solche Sachen hier. Was hier? Magst du mir den Check? Nee, wahrscheinlich kein Check. Aber ziemlich viel Unsinn hier. Nehme ich natürlich alles mit. Mit dem können wir wahrscheinlich nicht reden. Wir nehmen mal einen Quick Save und heilen die Gruppe. Ich glaube, das ist der Healing, den ich auf alle wirken kann. Einmal zumindest. Und er kann sie heilen. Wir buffen unseren Schild nach. Quicksafen. Und gehen weiter gen Norden, würde ich sagen. Die Richtung hat sich als ganz gut erwiesen. Und da ist eine Kaelisa. I crave for adventure. Ah,
Eigentlich sollten wir eher unseren charismatischsten Charakter buffen. Für Gespräche. Gucken. Oh, ist aber Knowledge. Scheiße. wir... What are you looking at, soldier? Like what you see? Okay. Sie hat eine Deep Wound, sieht man aber auch so oder so. Und sie guckt Gleam and Malice. Wir versuchen mal, sie durchzuchecken. Schaffen wir aber nicht. Er wurde, ja, wird uns eh nichts bringen. Wir fragen, reden ein bisschen mit ihm. Und er sagt uns ungefähr nichts. Er sagt uns wieder nichts. Er sagt uns ja nichts. Oh, da sagen wir irgendwas. That's a lie. Her. Ich dachte gerade eben schon his. Okay. Wir können aber Perception rollen. Und das schaffen wir tatsächlich. She's clearly holding something bad, but she doesn't appear to be lying either. Whether it is she hiding, her claim that she hates demons sounds quite convincing. Okay, krass, dass wir das mit einem Perception-Check schaffen. Gibt es scheinbar nicht so der Inside-Check, würde ich ja eigentlich sagen, hier an der Situation. Ja, das stimmt. Sie ist nicht am Lügen, aber auch nicht die ganze Wahrheit sagen. Beide Optionen sind interessant. Wir fragen nach. Wahrscheinlich wird er uns aber keine richtige Antwort geben. Ich werde aber mit diesem Elfen zustimmen. Und wir kriegen einen Haufen EP. Dafür. Aber nicht ausreichend, um ein Level Up zu machen. Ich mach den Quick Save. Geh wieder in Stealth. Und hier haben wir einen Exit. Für die Map und ein seltenes Item, was ein paar Steinchen darstellt. Gut, wir wollen die Map aber noch nicht verlassen, sondern gehen weiter in die Richtung, würde ich sagen. Oder gehen wir weiter erstmal in die Richtung? Ne, ich gehe wieder erstmal zurück. So, wir checken aber kurz ab. Sie braucht noch ein bisschen mehr, aber unser Charakter 1-2 Fights. Dann hat er das Level Up. Ja, richtig nice. Können wir auch hier lang gehen eigentlich? Hier zwischen? Trail me. What's in wait for me there, I wonder? Übrigens für alle Leute, die in New World gerade gucken oder schauen oder gespielt haben oder geschaut haben. Wie ist das geworden? Würde mich interessieren. Haben die Server standgehalten? Ich habe nicht viel mitbekommen. Wir haben hier übrigens Marauder. Natürlich die Frage, was machen wir? Wir könnten an denen vorbeischleichen. Da ist jemand. Wir guiden. Wieder unsere Sprecherin. Und uns selber. Und schauen uns die Situation an. We'll make this quick. She won't feel a thing. I don't know. Can we really do this? Listen, we don't have a choice. There are demons everywhere. What else would you have us do? She's dressed in rags that barely cover the hideous scars on her body. The beggar girl is on her knees, watching placidly as the people argue hardly around her. It is as if she doesn't sense the looming threat at all. Black crow flies in aggregated circles above her. In Iomade's name, we're sorry, girl, but it is our duty. We have to do this, not for our own sake, but for the sake of everyone who can still be saved from the demons. If we don't win this battle, you won't have long to live anyway. They're insane! We've got to do something!
Aha. Unsere Paladine ist rechtschaffend, ne? I understand. You're scared. You feel powerless. You think this will help. You don't have to justify yourselves to me. Just do what you've decided to do. I don't know what's happening here, but I'm fully behind it. Come on, cut her throat in the name of... Wir sind gut. Und fragen, was ist denn hier los? Our weapons barely scratch the demon's hides. We're sacrificing this girl to Iomedae, so we can consecrate our weapons with her innocent blood and gain the power to destroy the spawn of the abyss. Lustigerweise habe ich das Gefühl, dass ich sowas in der Art schon mal gehört habe. Nämlich, glaube tatsächlich, dass Blut von Jungfern, glaube aber besonders gut gegen Vampire gewirkt hat. It's extreme, but we have no other choice. We have to defend this city somehow, or else we'll all perish, including her. Plus 9 haben wir. Wir versuchen es mit Intimidation. Scheint unsere beste Wahl zu sein. Who are you to threaten us? Are you with the demons? That's it! He's a cultist! Please, don't fight! Kill the cult! I see. Ah! Blood! You saved one life. You took others. Was it worth it? Wir sind sorry. Had to? Did someone force you? But you shouldn't listen to me. I don't know what I'm talking about. I'm just a silly girl, really. No, don't be silly. I'm very ordinary. Well, I know different types of tricks, but Soot taught me those. Mm-hmm. Now Soot here? She truly is unusual. She's clever and she can talk, but only to me. She teaches me magic tricks and lots of other stuff. I don't know what I'd do without her. Okay, wir bieten ihr natürlich an, in die Gruppe beizutreten. Denn obviously ist sie gut. Und obviously mögen wir Leute mit Crows. I must have misheard. This girl? Join our party? What could we possibly want with this dirty little beggar? Oh ja, stimmt. Sie könnte damit Probleme haben. Let's go! Das einzig Doofe ist, dadurch, dass wir diesen Check gefailt haben, was gar nicht so einfach war, ne? Wir hatten plus 9 und mussten also mit einer 14 nicht unbedingt was Hohes würfeln, damit wir das schaffen. Sie steht da so ein bisschen doof, aber unsere Paladine steht eigentlich gar nicht schlecht. Wir greifen wahrscheinlich das an, was am... Naja, egal. Was am nächsten dran ist, come on. Gut, dass sie nicht das Mädchen angreifen. Frag mich, was XP-wise am klügsten ist. Burning Hands, Cure Light Wounds, irgendein krasser Range Spell. Rüstung, Dispel, Lumber. Ein Curse. Bowstain. Den würde ich gerne mal dauerhaft aktivieren. Wir sleepen ihn wahrscheinlich. Mal gucken, ob es Opportunity Text gibt. Nope. Bleibt da was stehen. Into the fray. Let the attack commence. Großartiger Schaden, den wir gemacht haben. Die sind jetzt, glaube ich, flat-footed, dadurch, dass sie am Boden liegen. Ja, wahrscheinlich hätten wir erstmal zurücklaufen sollen und dann schießen sollen. Macht, glaube ich, jetzt in dem Sinne, in dem Fall auch nicht so viel Unterschied. Hoffe ich mal. Frag mich, ob unsere Dings, unsere Beast-Attacke Movement-Attacke ist, dass wir sonst nicht laufen können. Kriegen nochmal ein paar geile Items, nämlich Heiltränke. Was will man mehr? Safen und sind nun zu fünft in der Gruppe. This way. This way. Und gehen in das Haus.
hätte noch vorher sneaken sollen, aber whatever. Who cares? Sneaken ist was für... Did we step on their toes as well? Get ready for battle. Wie stehen wir denn? So lala. Weiß gar nicht, ob sie da irgendwie großartig gut kämpfen gegen kann. Ja, kann sie scheinbar. Gut. Ja, haben wir dann noch weiter drauf. Er steht da ein bisschen doof. Macht aber trotzdem guten Schaden. Burn! Slice! Behead! Wir verfehlen alles. Ich überleg gerade Burning Hands, aber da würde ich auch alle von uns treffen. Wahrscheinlich kann ich sie nicht slumbern. Ich glaube, ich schreie sie mal an. Oh, okay, das kann ich erst in der nächsten Runde machen. Falsches Target, egal. You are today's sacrifice. Vielleicht doch nicht so ganz okay? You crossed the wrong okay, doch. Mongrel. May I see your entrails, please? Haben die so einen AOE-Angriff und haben uns gerade alle gleichzeitig angegriffen? Oh, greifen die Ember an? Das wäre schlecht. Hey, warum macht sie den nicht? Ist der doch gerade eben auch schon vorbereitet. Oder funktioniert der einfach nicht hören? Verstehe ich nicht. Oder macht die den Angriff und... Ah, der ist immun. Oh, ich bin so ein Idiot. Scheiße. Na gut. Warum sind denn Ratten immun gegen Schreie? Und sie ist am Chillen oder so. Sie ist now sieht. Unable to. Wow, krass. Krass, krass, krass. Der Fight gestaltet sich dann doch noch ein bisschen härter als ich dachte. The attack commence. Ich will nicht Burning Händen, ich will nicht healen. Wahrscheinlich sind die auch immun gegen. Too late for apologies. Einschauen, nice. Into the fray. Oh, come on, stirb doch mal. Die, die, die! I'll hit you! Keep you. The light, take you! You are today's sacrifice! 10 hours later und der Fight ist zu Ende. Make every strike count! Burn! Slice! Und behead, yes, behead. Und endlich kriegen auch alle ein Level up. In den Sneak-Modus. Oh, shadows, embrace me. Denn tatsächlich ist hier eine Falle. Und diese Falle lässt sich hier auslösen. Wie kann man das schafft sie? Wer ist denn unser bester Heiler? Wahrscheinlich sie selber. Oder unser Charakter, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sollten wir die Krankheit treaten. Und können noch eben looten. Eine Door.
Wahrscheinlich nehmen wir hier mal alles mit. Wobei... Oh, das ist ein magischer Shortsword. Und auch die ist unidentified. Gucken wir uns mal an, was wir Neues bekommen haben. Shortbow, das kann sie bestimmt tragen, oder? Ne, sie trägt eine Light Crossbow. Kann sie den Shortbow tragen? Ein D8 Piercing. Ah, der ist aber wahrscheinlich magisch. Oh, das ist der falsche Shortbow. Hide Armor plus 1. Medium Armor. Sie trägt bereits sowas in der Art. Etwas Schwierigeres. Unser Charakter trägt Breastplate. Schauen wir uns mal an, ob das irgendeinen Unterschied macht. Sogar schlechter. Die kann wahrscheinlich gar keine Rüstung tragen. Ja, auch nicht. Okay. Machen wir mal die Türe auf. Gucken uns aber gleich erst an, was auf der anderen Seite ist. Machen erstmal die Level-Ups. Er lernt irgendwas. Kriegt einen Stat-Point. Ich würde mal tippen, dass wir sowohl Stärke als auch Dexterity um 1 erhöhen wollen. Finde ich einen ausgeglichenen Stat. 3 Skills. Wo er Knowledge hat. Habe ich tatsächlich überall schon einen reingesetzt. Was hat er denn besonders gut? Mobilität ist er gut und in Stealth. Und in Law Nature oder Athletics. Ich lasse ihn da mal aber. Key Power, Bugskin, das wird ihm ein wenig mehr Rüstung geben. Wird uns nicht so viel bringen. Scorching Rays, ein Range Zauber. Die Mönche alles können, ne? Abgefahren. Der Spell ist ja richtig kacke in D&D. Weiß aber nicht, ob der hier besser ist. Ich würde sagen, mit dem Spell können wir nichts falsch machen. Nice. Schauen wir uns die an. Nachdem wir ein bisschen geheilt haben. Aber vielleicht hätten wir das auch erwarten sollen. Naja, egal. Aber eventuell steigt ihr Modifier. Sie hat ziemlich viel Dexterity. Und sagen, wir können ihr noch eins geben. Stats. Ah ne, hier haben wir schon einen drin. Trickery ist ganz gut, würde ich sagen, bei ihr. Und Perception braucht sie zum Fallen entdecken. Wir kriegen einen neuen Hex. Ich glaube, was haben wir getaked? Heal. Als ersten Hex. Das klingt nicht schlecht, Battlemaster. Fortune ist auch nicht schlecht. Und Luck. Yuri könnte auch interessant sein, auch wenn ich nicht so ganz weiß, ob das so ähnlich wie bei Dings funktioniert. D&D. Nails interessiert mich auch. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, dass sie den dann immer mitmacht. Lamba ist auch ziemlich nice. Magic Ward. Ich bleib aber erstmal bei dem Battlemaster. Fällt mir gar nicht schlecht. Und sie heilt sich mal mit dem kleinen Heal. Und finally unser Main-Charakter. Plus 1 in Charisma.
Ja, das liegt auch daran, dass wir nicht so viel Dex haben, ne? Oder auch nicht so viel Stärke. Vielleicht nehmen wir echt den nächsten Punkt in Dex, in Stärke, auch wenn wir das Dex-Feed, glaube ich, haben, dass unser Dings sich auf Dings auswirkt. Was kann denn unser Charakter ganz gut? Persuasion. Ich würde sagen, Stealth mag ich sehr gerne als Stat haben. Als andere können wir nicht so gut. Wir können hier noch einen Punkt draufsetzen. Und noch mehr auf Persuasion setzen. Wir kriegen Stufe 2 Spells. 8 klingt normalerweise wie ein Top-Zauber. Ah, wir können ihn aber auch Camilla geben. Das könnte uns ein bisschen helfen gegen die Resistenzen. Das wird uns auf jeden Fall ziemlich viel Schaden geben. Bla bla. Auch nicht schlecht. Okay, auch nicht schlecht. Wie viele nicht schlechte Optionen. Hold Person, auch nicht schlecht zum Kontrollieren. Oh, Lesser Restoration könnte auch ein guter Spell sein. Wir müssen uns natürlich überlegen, das ist ein AOE-Spell. Every Creature, das heißt auch unsere Freunde. Bin ich aber eigentlich, ja, uncool. Wir können auch nur ein Spell nehmen, krass. So viel Auswahl haben wir also nicht. Okay, das macht unsere Auswahl natürlich deutlich kleiner. Ich würde auf jeden Fall gerne 8 haben. Das kann aber auch Camilla machen. Wir könnten ein bisschen mehr Heal nehmen mit. Aber Camilla will auf jeden Fall auch Restoration nehmen. Und 8, wenn die 2 Slots hat. Das heißt, dann nehmen wir doch nochmal den Heal mit. Ich glaube, bei ihr muss ich die Spells so vorbereiten. Die kann hier... Das sind auch schon die Stufe 2 Spells. Will ich hier irgendwas anderes haben? Entangle könnte nützlich sein. Ich glaube, den Spell kann ich nicht großartig ändern. 8 will ich tatsächlich... Achso, sie kann sogar aus der ganzen Auswahl sich aussuchen, was sie haben will. Ja, ich glaube, die Dreier-Kombination sollte gut funktionieren. Was hat sie so an Spells? Okay, sie kann genau diese Spells. Und wir haben auch noch Sea Invisibility. Durch unsere Schule. Was auch nützlich sein könnte. Wie lange hält Sea Invisibility eigentlich? 10 Minuten. Gut. Wir speichern mal nach den ganzen Level ab. Schauen uns an, was uns im nächsten Raum erwartet. Ein bisschen Loot. Und ein Circle. Oh, oh, oh. 20er-Check. Den schaffen wir, glaube ich, nicht so einfach. Vor allem, weil wir auch, glaube ich, niemanden haben, der sich besonders gut in Arcana auskennt. Ich würde ja tippen, dass sie sich am besten auskennt. Okay. Ever mortals, I can't reach you from inside the circle, but you forgot something. There's nothing keeping me in here. Nothing at all. Okay. Und sie hat den Check tatsächlich geschafft und hat uns 102 EP gebracht. Sehr gut. Und back to the streets. Mal gucken, ob wir den Dämon nochmal wiedersehen werden.
stimmt. Und da hinten waren ja, glaube ich, Gegner irgendwo. Quicksafen wir mal. Na gut, wir hätten nach dem Loot helfen können. Nein, 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 nein. Hier sind nämlich Gegner. Und ich würde sagen, mit den Illusionisten versuchen wir zu sleepen. Als Combat Action. Hat, glaube ich, nicht geklappt. Okay. Die Gruppe sieht nicht schwach aus. Das heißt, wir casten mal Aid. Oh, ich dachte, wir können noch laufen. Naja gut, das hat so geklappt. Illusionist steht noch. Wir können ihn nicht anschießen. Aber den können wir anschießen. Unser Hauptcharakter rennt nach vorne. Und wir kommen zum Anfang der Runde. Ne, doch nicht. Sie ist noch dran. The Inheritor, guide my blade into the fray. Okay, wenden unseren Zug. Go for their hearts. Go for their hearts. You won't survive me. Ah, schade. Hat sie nicht geschafft. Ein Stückchen näher lasse ich sie laufen. Und die Gegner sind dran. Schießen direkt auf sie. Ja, Mirror Image wollte ich verhindern. Boah, guten Schaden, den sie machen. Was machen wir dagegen? Casten wir Shield of Faith auf uns? Und mehr können wir, glaube ich, auch nicht machen. The light, thank you. Guter Schlag. I'll cut you wide open. Ah, knapp. Finischen wir den auch. Guter Schaden. Slumbern wir... Ihn können wir nicht slumbern. Den Archer eventuell. Hat geklappt. Come on, greift doch nicht die ganze Zeit mir an. Oh, let the attack commence. The Inheritor, guide my blade. Jedes bisschen Schaden hilft. The spirits demand your blood. Make every strike. Come on, der müsste down sein. Ups. Egal. Ich hab gar nicht gesehen, dass sie schon wieder dran ist. Es wird jetzt ein bisschen dauern, bis alle Mirror Images weg sind. Aua, oh, der Quit, nice. You've crossed the wrong mongrel. Surrender or else. Burn, slice, behead. Into the fray. Okay, der Fight ist dann damit auch gewonnen. Bisschen einfacher als ich dachte. Das haben wir hier, ein Greatsword. Okay. Können wir doch nochmal den Loot nehmen. Hier geht's auch wieder in die nächste Zone, aber hier ist auch eine Kiste. Fix the Locket. I
am helpful, am I not? Forwards? No, backwards. Backwards. So bombastisch war der Loot jetzt nicht. Da. In den Skip-Modus. Ich glaube, damit sind wir aber auch hier durch in dem Gebiet, ne? Hier waren wir ja. Okay, den Teil der Karte haben wir damit durch. Wir können in die Richtung laufen. Doch, verheilen wir noch ihn. Und Waffen nochmal. Heal nochmal. Gut. Das Ding haben wir uns schon angeguckt. Weiter geht's in die Richtung. Oh, 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 Gegner. Oh, Shadows. Saving. Hm, da wird bestimmt mehr als ein Gegner sein. Das heißt, wir versuchen wieder mit dem Slumber-Start. Do not fear. Do not waver. Oh, ist tatsächlich nur ein Gegner. Wenn es nur ein Gegner wäre, könnten wir auch auf den anderen Modus mal umstellen. Ne, da sind noch ein paar mehr Gegner. May I see your entrails, please? Go for their hearts! Frag mich, wo die Option ist, dass die sich entstealthen können. The Inheritor. Muss ich gleich nochmal suchen. You won't survive me. Let the attack commence. I'll cut you wide open. The spirits demand your blood. Der Fight sollte aber ziemlich einfach sein. The light. Denn die haben nur drei Leute. Wir haben mehr. Oh, die Wache hat richtig Schaden gehauen. Slumber mal den da hinten. Oh, kein guter Wurf. Der zweite Schaden war dafür aber besser. Kein Schaden gegen den. Go for their hearts. Die dafür schon. Into the fray. Schön, wenn die NPCs so viel tanken. Ich glaube, wir haben damit alle geslumbert. Too late for apologies. Schießt ein bisschen um uns herum. Make every strike count. Bam. Burn. Slice. Behead. Yes, behead. I'll cut you wide open. The Inheritor, guide my blade. Bam. Und wieder ein Kampf gewonnen. Können wir mit denen reden, übrigens. Quick, quick, else we miss all the fun. So wirklich. Okay. Art Athletics Check. Das ist deine Aufgabe. Calls me. I'll take the bait. Oh, wo stehst du denn? Irgendwas ist passiert. Wir haben eine Bridge gebaut. Klingt gut. Wieder ordentlich XP bekommen. Gut.
Reicht aber nicht für das Level der Paladin-Frau. Oder für sie? Ich wollte kurz gucken. Braucht die denn noch? Ja, 300 EP, das ist nicht so viel. Sie braucht aber noch ziemlich viel an XP. Nehme ich zur Kenntnis. Und laufe weiter. Oh, 19. 19 ist ein bisschen hoch. Lassen wir vielleicht. Das erste. Ah. Ah, Insekten. Insekten sind, glaube ich, nicht so krass. Naja, egal. Wollte eigentlich gerade den Nicht-Turn-Modus aktivieren. Macht doch jetzt auch mal. Ist das hier? Nee. Okay, das Ding ist schon tot. Oh, die spawnen vor uns oder so? You are today's sacrifice. Ich meine, so Insekten sind nicht so starke Gegner. Ich meine, wir würden wahrscheinlich weniger Schaden bekommen, wenn wir das Ganze im Turn-Modus spielen, aber naja. Würde auch mehr Zeit kosten. You won't survive me. Und da ist jemand. So many thoughts, so little time. Oh nein, Rahmen. Wir sollten Freund von Rahmen werden. Aber. Okay. Wir müssen uns enttarnen. Die haben uns nicht gesehen, als wir direkt neben ihnen standen. Spiele sind immer großartig. My beloved brother, I admire your zeal, of course, but would you not agree this is hardly the time to be standing guard over a hole that no one will ever emerge from? Or perhaps you're concerned that someone will decide to go for a nighttime stroll and will innocently fall into it? Such foresight is laudable. Do you really need so many soldiers for such a task? And your warriors be put to better use, for instance, fighting demons or clearing a rumble, while the people trapped beneath it might still be alive. Und er ist ein Azima. Das heißt, mein Standing gegenüber ihnen ist schon mal ein bisschen höher. Ich mag gerne Azimas. Don't you dare call me brother heretic! Oh, Warhammer hypes heretics? Woo! Ah ne, warte, wir mögen die nicht. Buh! Und er scheint in Blut zu sein. How dare you accuse me of doing nothing to protect this city? Especially now when followers of your temple were committing treason. To my mind, you are no different than the demon worshippers. Those miscreants, those beasts that are digging under the city walls. Everyone knows, my dearest prelate, that in our zealous pursuit of order in the city, you have long since forgotten how you tell friend from foe, and good from evil. That's what happened with my adepts, whose act of treason was a genuine attempt to save the city. And yet again, I am forced to repeat myself, while we are under wasting time on pointless quarrels. People are dying under the rubble in our city. People who we could have saved if you had only set your soldiers to the task and not kept them here, surrounding a useless and utterly harmless hole in the ground. Harmless? Well, if you on your say so, then that must mean that there is someone down there. Your associates, no doubt. And they're just waiting for us to abandon our post before they slink out and try again to. And you? I remember you. You appeared in my city the day the demons attacked and Tinderlevev died. What are you doing here? Answer at once, or I'll have you stung up by your ankles before you know it. Don't think the demons have wounded me. I still have enough
strength to take 100 of your sort. What is this hideous creature? Und er zeigt auf Lan. Lan, at your service. The mongrel ducks his head in a bow. My forebears fought in the First Crusade. I lived in Canterbury my whole life. You haven't ever seen me before? It must be because you don't ever venture into your underground district. We have been meaning to complain to the city authorities that our paving stones have been in need for repair for a long time. The First Crusade? So, you're a mongrel? You obviously know human speech surprisingly well, in fact. Alright, let's be off with you. If he causes any trouble, I shall hold you responsible. To think of it, you still haven't told me who you are. Wer sind wir? Wir sind die Netten. Wir sind ein Crusader. A Crusader, you say? I'll be looking into that. You obviously don't know to whom you're speaking. I'm the one who decides who's a Crusader and who's a traitor in the city. Wolun Zapok, Prelate of Canterbury, by the grace of Her Majesty Queen Galfrey, and the city defender against threat from within and without. And as we can see, you've done a sterling job protecting the city. I am Ramian of Etme, prior to the Temple of Desna. Die Göttin der großen Träumerin und des Glückes ist, was vom Portfolio mir eine sehr sympathische Göttin ist. Which, alas, currently lies in ruin. Wise Huleron here believes that it is vital to guard the hole in the ground, from which he is certain demons will emerge at any moment. I've been trying to convince him that the city is far from urgent matters to deal with. For instance, rescuing the current dying under the rubble. You know what? There may be in fact one matter that is more important than guiding this hole. I have put it up and put it off, and look where it led us. I should have had hung you from the gates back when you dared to defend your gang of delinquent demon collaborators. If the Zarkorians had hanged Erlu Vorlesh while they had the chance, they never would have ever been the war. I won't repeat their mistake. I won't hesitate any longer. Holders, says the scum. Relate these reasons. These are frightening times, but threatening to hang someone without trail? That is unworthy of a servant of Iomande. Least you forget, girl, we serve same godness, but you are not an inquisitor. Don't question the way I choose to serve Iomande. I won't question yours. Wir haben die Option, unsere göttlichen Engelfähigkeiten zu benutzen. Und da wir den Charakter als supergöttlicher Engel spielen wollen, benutzen wir unsere supergöttlichen Fähigkeiten, wann immer wir können, und sagen: Behold, Inquisitor! I bear the gift of an angel who died in the caves. I am not the enemies of yours. Wahrscheinlich zeigen wir wieder unser Zeichen für eine halbe Sekunde. Boom. Und alle sind so: Whoa! Und das überzeugt ihn. Das gefällt mir. Und wir wollen eigentlich den Mr. Rahmen beschützen. Denn auch wenn er... Ich glaube ihm irgendwie nicht. Ich glaube, unser Inquisitor ist ein bisschen blind. Und auch wenn er ihm vorstellt, dass Mr. Rahmen zu viel Salz in die Suppe getan hat, ist das, glaube ich, nicht der Fall. Und das, was ich hier lese, bestätigt sich in meine Gedanken. Deswegen werden wir ihn beschützen. Ich hoffe, das klappt hier irgendwie. Er kann sich unsichtbar machen, scheinbar. Ja, haut ab. Er rennt erstmal.
Kriegt keine Opportunity Text und geht dann. Und Rahmen hat sie von der Attacke gewarnt. Aber er sagt, wir sollen Mr. Rahmen töten. Weil Rahmen der Schuldige ist. Ich glaube noch immer Rahmen. Und er ist verletzt. Wir verlieren unseren Arcana-Check. Reden noch so ein bisschen. Bla bla bla. Was not taken by force, sondern by trickery. Natürlich denkt das ein guter Inquisitor. Kann natürlich nicht der Fehler der Autoritäten gewesen sein, sondern es muss unbedingt der Fehler von irgendwas Größerem, Mächtigeren sein. So eine Geschichte haben wir noch nie gehört. Ja. Aber er will, er hat auf jeden Fall irgendwo das richtige Ziel. Er wird die Bösen bekämpfen. Deswegen sollten wir, auch wenn er ein Idiot ist, ihn irgendwo unterstützen. Fangen wir ihn mal, wo er ist. Er ist unsichtbar, okay, keine große Hilfe. Wir sagen ihm, yo, Kohl ist nicht gefährlich, aber er macht es trotzdem. Greift ihn aber noch nicht an. Oh, I remember you when Father and I arrived in the city, you met us. Okay. Father died and then the one of your knights changed his mind and pulled me from the flames. But then he died too. Don't you remember? Okay. Sie hat dieses Feuer, was bei sich im Hintergrund ist, ist also überlebt und der Knight nicht. Interessant. If you were burned, then it was with a good reason. Okay, krass. You say some traitor helped you escape from the fire? That is a crime in itself, which means that you have been evading justice all the years. If I weren't for the invasion, I would review your case and see that your sentence was finally fulfilled. You're lucky that we have more important things to do. Okay, es war eine lange Zeit vorher. Und sie ist nicht cross with him. This knight is a true hero. He is just really, really wanted to protect the city. Wir wundern uns, warum sie ihm vergibt. Und he thought he was doing what was right. How do we, do you know? Maybe you've done something thinking it was good thing, but you were really doing a bad thing that hurt someone. Ja, das weiß man immer erst eigentlich im Nachhinein. But what if I've done the same thing? You can't get any angry at people for making mistakes when you might be not better than them. Sie hat recht. Wir stimmen zu und gehen weiter. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwelche Erfahrungen gegeben hat. Wir speichern aber trotzdem auf jeden Fall. Auf der Seite waren wir, glaube ich, noch nicht. Und schleichen uns. Hier kommen wir nicht weiter. Ich höre krasse Musik. Demon invasion transformed all of Kennebirth into one great battlefield, but nowhere in the city suffered much as this square. This place saw a clash of titans. The demon lord Descari leading his hordes from the abyss, the dragon Tarandaleth, the mightiest of the city's defender and one of the first to fall. The scene of destruction leaves no doubt as to the battle's outcome. A skilled scout could retrace the course of the battle by moment simply by looking at the ruins. From the chimneys torn down by powerful wings and sharp divine, to the bloody tracks left behind when the demon dragged away the noble reptile broken body. Frag mich, ob das ein Hint ist, dass wir den Drachen wiedersehen als super undead Drache. Das fände ich richtig cool. Mal gucken, aber. But it's not not a hypothetical squad gazing upon the ruin. It is unfurled. He's not alone. The shadow of a strange, barely perceptible presence lingers over this place, like a gaze untethered from any observer. This mysteriously force, unknown to mortal kind, silently assesses, judges, and seeks the better way. In an instant, Unfurl is vested with the power and looks at the world within its eyes. The past, present, and future
stand before him as a unified whole, an unmoving, multifaceted crystal that would be beautiful were not for fractures, a blanishing and fracks marrying its splendor. Und wir interessieren uns natürlich für die Gegenwart. Ruins. Blood. Corpse. None of this perturbs the aeons of this passionate grave. The living are alive, the dead will be judged by Parasma, as all it should be. But the demons circling the skies are prowling through the street, create a jarring juxtaposition. Like splashes of blood-drank ink on a restrained pencil scratch. They should not be here. The world of mortals is for mortals. The demon's place is the demon world. How sublime the world would be if everything is in it knew its place. Klingt auf jeden Fall sehr nach Order. Und das passt, glaube ich, auch zu der Beschreibung, die ich mir gerade nebenbei noch durchgelesen habe. These voidless forces are the aeons. Blablabla, they exist beyond the understanding. Build order from the chaos. They can rend nations to vapor. Plane shaping. Omnipotent cloak maker. Tuning and adjusting the myrmid gears of reality in pursuit of ultimate perfection. Und Phasma, the lady of graves, mother of souls, grey lady. Ist the goddess of birth, death and prophecy. Santas Portfolio gefällt mir eigentlich ganz gut. In the River of Souls, den gibt's ja auch in D&D 5e, da ist ja aber nix, wie wir es aus der griechischen Mythologie kennen. Which sit atop an impossible tall spire that pieces the astral plane. Ich glaube, das so funktioniert das nicht in D&D. Und sie ist einer der ältesten. Okay. But even the demon aren't as aberrant as the sharp-edged, unassuming crystal languishing in the dirt among bricks and smashed cobblestones. No mortal would notice it, but the aeon eyes, its mere existence is an outrage against universal laws. If the aeon still existed, they would not stop until the crystal was unmade, but the aeon is gone, and only their gaze remain. Unfurl picks the crystal up out of the dirt and stows it into its pocket. He is mortal, which means he has the power to do what he wants with it. Da fahren wir mal nach der Past. Da war der Kampf. If the past exists, the one who wielded this gaze in life, also the one and life are inappropriate terms of for aeons. Supernatural embodiments of cosmic balance, rather than who or what. The better word for the entity is how. This aeon appeared from outside the world, from the greater beyond. To put an end to the inimitating of the planes and destroy the world wound. The chasm disrupting the order of the multiverse. Ach, vielleicht gibt's dafür ein anderes Ende. Alice, the visitor from beyond, proved too weak from the battle they came to fight. They even failed to finish casting the spell that would have sent Discari back to the abyss. With one swing of his scythe, the demon lord cut the aeon down. What future does he see? Good and evil, chaos and order. Everything is in its lawful place in the multiverse and is no longer trespassing where it does not belong. Nothing is disrupting the smooth and steady current of the river of souls, from life into death and back to life again. The reality rid of its flaws is now perfect, and the aeons withdraw to eternity admire its beauty, which will be never threatened again. Wollen wir den Aeon im Mythic Path gehen? Wir wollten Engel sein, deswegen werden wir ihn zurückschicken. Unfurl is not the kind of person who lies on any eyes but his own. The final traces of the Aeon's existence fade away, sending one last look of farewell at him. That piercing, unyielding gaze, full of understanding of something significant, even if it tasks understanding with it to oblivion. Okay. Ziemlich langer Dialog, so keine XP. Bisschen enttäuscht. Aber gut, so ist das manchmal. Hier sind Gegner, wahrscheinlich wieder Dämonen. Das heißt, wir aktivieren wieder den Turn-Modus und fighten gegen die. Lass ich ihn schießen vielleicht als erstes. Guten Schaden, nämlich der stirbt direkt.
Und das ist vielleicht eine viable Strategie, muss man sagen. Warte, kann ich jetzt eigentlich den Turn-Modus beenden? Und bin out of combat? Nee. So funktioniert das leider nicht. Denn die Gegner rennen trotzdem zu uns. Schade. Wäre eine gute Methode, um das Spiel ein bisschen zu abusen. Und, einige Gegner. Ich weiß noch nicht, ob alle gegen alle kämpfen. Sieht hier aus, als würden die Baphomets und die Neophits gegeneinander fighten. Wir slumbern. Was auch immer in Range. Das ist wahrscheinlich in Range. Der sieht mir am stärksten aus. Beziehungsweise am nervigsten. Hier. Unser Hauptcharakter. Wie kann er sich hier entstealthen? Frage ich mich. Ich sehe dafür keine Option. Jetzt wird er nämlich entdeckt und kann in die Menge laufen. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, die Caster zu fokussen, so gut es geht. Paladine, renn auch mal, kommst aber auch nicht ans Ziel. Hätten wir eventuell noch mal einmal heilen sollen, aber gut. Danach sind alle Dämonen dran, aber ich glaube, wir sind noch in der Surprise-Runde. Ne, sind wir nicht. Schlecht. Ilya ist immun to Fear. Was sie nicht. Und alle wollen Fearen, aber niemand Feart so wirklich. Und er schießt ein bisschen rum auf die Clerics. Make every strike count. Bam. Er schläft noch ein bisschen und was ist das? Bane. Haben wir aber gesaved. Oder unser Bless ist abgelaufen, eins von beiden. Go for their hearts! Let's go for their hearts. You've crossed the wrong mongrel. Ah, der ballert rein. Slumber. Den nächsten. Er bleibt aber stehen. Die, die, die! Ein Schaden. Shield of Faith, nicht schlecht. No glory without risk. Ah, schwacher Schlag. Die werfen einfach Messer. I'll cut you wide open. Ah, wir treffen nicht besonders gut. Aber Lan macht einfach alles alleine. You won't survive me. Boom. Slumber. Wen slumbern wir den da hinten? Ah, knapp. Schade. Wieder ein Save für die Gegner. Burn, slice, behead. Und Doppelmiss für uns. Into the fray. Einfach Miss für uns und er steht wieder auf. Kriegt aber eine Opportunity Attack, glaube ich. Nee, doch nicht. Wir stehen nicht nah genug. Der Drench rennt nach da. Können die nicht sleepen? Vielleicht machen wir irgend so einen krassen Angriff. Versuchen wir mal. Bam, bam. Und noch einen dritten. Ah, schade. Dritte verfehlt. Lamba, ihn. Der schläft. Laufen wir ein bisschen zurück. May I see your entrails, please? Ich meine, wir machen gut viele Angriffe schon. Aber das bringt uns trotzdem nicht so viel. Guide my blade. Alle drei Angriffen ausgewichen, sehr nice. You are today's sacrifice. Benutzen wir direkt nochmal so. Okay. This
ziemlich cool aus, wenn er so dreimal schießt, auch wenn er ziemlich oft verfehlt. Und dann schießt sie halt auf den Cleric. Guter Schaden. Naja, so gut auch nicht. Ja, endlich macht er mal einen Schlag. Kill mal den zuerst. Einer left. Surrender or else. Die, die, die. Ach, der eigentlich der Shield of Faith, deswegen treffen wir den so gut. Life. You won't survive me. Oh, den habe ich ganz vergessen. Too late for apologies. Burn, slice, behead, yes, behead. The inheritor, guide my blade. Die Musikpausen sind ein bisschen lang, ne? The spirits demand your blood. Und Lan wird das hier wieder finishen. Der macht das alles alleine eigentlich. Kriegen noch ein bisschen Loot. Oh, die Rüstung sieht leuchtend aus. Nehmen wir mal mit. Noch ein paar Rollen. Und noch eine leuchtende Rüstung. Oder ist das einfach eine seltene Rüstung? Das klingt nach Glück. Und ein Midnight Bolt. 50 Point of Damage. Das kann nicht abgewehrt werden. Wow. Stark. Wie stark sogar. Das ist einfach eine Half Plate plus 1. Die trägt eine Half Plate, oder? Aber noch keine plus 1. Nein. Mal einen schnellen Save. Heilen. Ein Spell mehr über. Hier haben wir noch ein Spell über. Die hat auch noch ein paar Spells über. Na gut. Irgendwie ist ihre Zauberanimation mit einer anderen Stimme als ihre sonstigen Animationen, was ein bisschen komisch ist, finde ich. Ja. Are we playing hide and seek now? Are we playing hide and seek now? Oh, vielleicht sollte ich so ihre Stimme sprechen. I'm all ears. Save the last one for me. Ah, scheiße, ich war gerade am Schießen. Ah ne, hab ich doch noch geschafft. May I see your entrails, please? Genau zwei Rattenschwärme. Können wir eben mal den Turn-Modus abmachen. I'll hit you. Das Ganze ein bisschen beschleunigen. Oh, es kommen irgendwie mehr Rattenschwärme aus irgendwelchen Ecken. Aber der Kampf gegen die Rattenschwärme hat relativ lang gedauert und hat nicht viel gebracht. Deswegen lasse ich ihn mal hier durchlaufen und hoffe, dass das alles so funktioniert halbwegs. Ohne irgendwas zu interagieren mit dem Spiel. Ich sehe, was das für ein Check ist. Ah, das hat nochmal ordentlich Damage gekostet. Aber wir haben ein Level up bekommen. Kein Loot. Warum zeigst du uns nicht an, was das für ein Check ist? Let's shake a leg! Okay. Hier irgendwas? Come on, hier muss doch irgendwas sein. Wherever my legs carry me.
Gut, weiter geht's. Schauen wir uns mal das Level Up an. Die ist jetzt auch Level 4. Kriegt Channel Positive Energy. Nice. Aber es braucht zwei Lay on Hands Abilities. Das macht Heal Damage. Ja gut, zwei Ladungen sind natürlich nicht wenig. Wir könnten eins ihre Charisma erhöhen, ne? Dann kommt sie auf 16. Oder wir erhöhen weiter ihre Stärke. Auch nicht schlecht ist. Aber ich glaube, ein Punkt in Charisma wird ihr helfen. Skills. Persuasion braucht sie nicht mehr. Dafür aber... Kann sie denn noch gut? Ich würde eigentlich gerne einen Stealth-Punkt geben. Denn sie fällt nämlich immer auf. Sagen. Ansonsten... Ja, hat sie nicht so wirklich irgendwie was Gutes. Skill-wise. Geht aber ein paar geile Spells. Können wir gleich mal angucken. Ob wir sie ihr auswählen müssen oder ob sie die automatisch hat. Ne, ach so, sie hat Stufe 1 Zauber. Ah ja, okay. Einen können wir auswählen. Was wollen wir denn haben? Macht den Virtual. Ah, okay. The Veils? Das könnte interessant sein. Klingt sehr paladinig. Forwards. Oh. What do we have here? 30.000 Perception Checks gehen an. Dann geht auch tatsächlich irgendwas an. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Stelle. Oh, ich wollte übrigens gucken, haben wir nicht noch gerade ein geiles Item gefunden? Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir gerade noch was gefunden haben. Aber vielleicht habe ich mich auch verdacht. Wahrscheinlich habe ich mich verdacht. Okay. Ich frag mich, ob Descari der letzte Gegner sein könnte. Würde Sinn machen, irgendwo. Was geht hier? Scheint nett zu sein. Thanks to God, I found someone who isn't fleeing in panic. Are you crusaders? I'm a servant of Court Darren, Kael Nevitharinda. My God, mansion is under attack by demons! The master himself and all of his guests are trapped inside, and the house guards are nowhere to be found. I managed to escape, though, through the servant's passage to look for help. Will you help me? The mansion is only a stone throw away, on the next street over. Count Arinda? I have seen him a few times before from afar. He looked highly oddish. I confess that he did capture my attention. But that's neither here nor there. We should help him. The gratitude of a rich man and influential man can only benefit us. Okay. Wir kriegen irgendeinen Knowledge-Check. Und haben ein bisschen was über die Familie gehört, was uns ein bisschen Erfahrung gegeben hat. Das finde ich gut. Wo ist das Haus? Als netter Mann, wir haben es herausgefunden. Und, ja. Gut. Das hat ganz gut geklappt. Immer auf Channel Neger. Ach nee, was ist das denn? Damage Undead, cool. Das ist unser neuer Spell. Können wir das auch zweimal benutzen? Wahrscheinlich läuft das mit den Keypunkten wie hier. Und das ist scheinbar eine andere Fähigkeit, die eine andere Ressource braucht. Interessant. So. Was wir noch? Hier ist dann wahrscheinlich der Ausgang in die Next Area, ja. Macht Sinn. Aber ich würde mir hier noch gerne weiter umgucken. Ich glaube, es macht erstmal Sinn, gerade richtig gesehen habe, erstmal hier hoch zu gehen. Sagen. Bevor wir weitergehen.
Und jetzt dauert es, glaube ich, ziemlich lange, bis wir ein Level Up haben. Da habe ich was gesehen. Loot. Dafür halten wir natürlich. Wherever my legs carry me. Quiet steps. Weapons ready. Was finden wir hier oben? Eine Kirche. Und ich höre irgendwelche komischen Leute flüstern. Ich weiß gar nicht, wir haben den Turn-Modus off. Und sehen einen Akagabangu. Dann werden wir das mal besiegen. Ich würde starten mit einem Sleep. Der schläft, glaube ich. Oder? Ne, er schläft nicht, verdammt. So geklappt, wie ich erhofft habe. Und wir können nicht entstealthen, ne? Ich sehe es nicht. Der Charakter. Ah doch, wir können stealthen. Entstealthen. Das kostet scheinbar aber auch eine Aktion. Drei Gegner sehe ich. Lan schießt. Macht aber nicht viel Schaden. Gucken wir mal diesen Charge-Manöver. Der Charge ist deutlich... Wow, und sogar noch ein Crit da rein. Chargen ist deutlich nützlicher in dem Modus als in dem anderen Modus. Vielleicht sollte ich den mit mehr Charakteren reinziehen. Unter diesen Bedingungen. Sie kann aber nicht so weit chargen. Interessant. Ich kann sie aber instealthen. Was ihre Reichweite... Ah, knapp. Will sie irgendwas casten? Oh, jetzt kann sie chargen. Ne, kann sie nicht. Ach ja, weil wir uns bewegt haben. Ja. Dann beende mal deinen Zug. Also, sie sind überrascht. Das heißt, wir haben noch einen Zug. Oh, let the attack commence. Machen ungefähr keinen Schaden. Aber er wird hoffentlich ihn killen. Nice. Das stimmt schon der Erste. Und noch ein Crit. Schlecht, sie crittet. Nicht schlecht. Charge. It should work. Is After it flawed? Oh nein, sag nicht, sie kommt nicht an diesem Ding vorbei. Das wäre was doof. Sie läuft ein bisschen wenig, ich weiß noch nicht warum. Vielleicht wegen ihrer Rüstung. Lambern wir das hintere Target. Was auch nicht funktioniert hat. Ups. Schießen wir den mal kaputt. Survive me. The light take you. Ah, knapp, knapp. The spirits demand your blood. Uhuhu, der ist aber schön weit weggeflogen. Das sah cool aus. You are today's sacrifice. You won't stop us. Ja, gut. Der Bogen ist nicht ganz so krass. Und sie kippt mir gleich um. Ich habe, glaube ich, keinen Heal-Spell mehr. Und das wird ihr wahrscheinlich auch nicht hier helfen. Sie bekommen Dazzled, aber ich weiß auch nicht genau, was Dazzled hier überhaupt in dem Spiel macht. Das heißt, ja. Machen wir drauf. Machen leider keinen Schaden. Oh, Critical Hit mit 30 Damage. Wenn sie trifft. Ja, trifft sie aber nicht. Komm. Auch nicht. Shit. Surrender or else. Nope. Sie wird wahrscheinlich jetzt noch sterben. Oh, nee. Hat verfehlt. Ach, unser Charakter macht eh nichts. Und. Das ärgert. Er kommt nicht durch diese Reduction von dem Damage her. Weiß nicht, ob der nächste Feed uns da überhaupt raushelfen wird.
sehr enttäuscht, unser Charakter. Wir könnten hier runterclimben. Wollen wir das machen? Könnten wir machen. Aber ich glaube, danach müssen wir Climb-Abstand da. Das heißt, das machen wir vielleicht gleich erst. Nachdem wir uns ein bisschen weiter hier umgekehrt haben. Haben unser Schild nochmal erneuert. Oh, und sie ist ziemlich angeschlagen. Will aber eigentlich auch nicht rasten. Wir können auch nicht mehr healen. Alle Heals sind aufgebraucht. Das heißt, sie trinkt einfach Balltränke. Oh, viele Heiltränke. Aber whatever. Gruppe ist gleich wieder voll. Okay, hier sind Tieflinge. Guidance ist ab. Okay. Die versuchen irgendwen zu retten. Okay. Athletics und wir sind gut. Machen wir. Also Lan macht das. Und macht Lan das auch wirklich? Mal gucken. Ja, sieht so aus. Der Dude ist gerettet. Und befreien irgendwen für 516 EP. Und er freut sich, dankt uns. Und sie wollen in den Tunnel, wo auch immer der Tunnel ist. Our trip just to the Grey Garrison and back. Don't be a coward, it's not going to collapse. Oh, können wir... Ist das eine Abkürzung? Wer sind sie? Sie erzählen uns die Wahrheit. Okay, wir kriegen nochmal einen Haufen EP. Find the secret entrance to the Grey Garrison. Oh, interessant. Was ist die Grey Garrison? Wir können aber helfen. Wir haben ja den Auftrag bekommen, auch möglichst viele Leute in unsere Basis zu schicken. Deswegen sagen wir ihnen das doch. Und hoffentlich werden sie das tun. Schließlich haben wir ihr Leben gerettet. Deswegen könnte das eine gute Option sein. Aber erstmal labern sie so ein bisschen bla bla bla. Nein, ja, nein, ja. Und am Ende kommt raus. Weiß ich nicht. Was ist am Ende rausgekommen? Ja, sie haben sich angeschlossen. Wir haben den geheimen Eingang gefunden, aber der geheime Eingang ist... Echt? Okay. Okay. Der geheime Eingang ist nicht sehr nützlich, muss ich sagen, insgesamt. Das heißt, wir können hier noch runtergehen, aber... ja. Gut, dann gehen wir hier weiter. Ja, gut. Ich hoffe, dieser geheime Eingang... warte. Den, Ranger. Und Stranger sagt, the absence of an answer is an answer too. What's in wait for me? Ja, das stimmt. Ja, ich meine, das bringt uns alle jetzt zwar nicht unbedingt weiter, aber wir nehmen es so hin und leben damit. This way. Wir können hier weiter in die Richtung laufen, was wir machen. Helfen einmal hier und schleichen weiter. So, aber wohin wir schleichen, das weiß ich nicht. Irgendwie sind wir hinter einer kliffenden Kathedrale oder Friedhof. Kriegen ein bisschen Loot. Man hat hier seinen Alkohol verloren. Das könnte nochmal nützlich sein. Falls wir einen Heavy-Trinker finden. Was ist denn das hier für eine blöde Place, wo wir sind? Ich mein, cool? Toll? Wherever my legs carry me. Ich bin nicht überzeugt von diesem Ort. Okay. Gut. Forward. Hier ist eine Kirche. Und grünes Licht. Hear me, take heed. The heart of... Oh, so schnell kann ich nicht lesen. Okay. The consequences will be disastrous. Okay.
trail me. Aber wir finden keine Rückstände davon. Okay. Heißt, wir gehen mal in den Tempel von Desna rein. Schauen uns an, was da drin so geht. Wenn unsere Charaktere klug genug wären, durch die Tür zu gehen. Aber versuchen wir es einfach nochmal und dann ist es ganz easy. Hier ist niemand. Ein paar Kisten, ein bisschen Loot. Ein Buch. Für alle, die es lesen wollen, ich scroll da jetzt einfach mal runter. Und lese es nicht. Ihr dürft Pause drücken, wenn es euch interessiert. Ich werde es nicht lesen, aber ich lese auch wieder diesen Hulrun. Haben wir hier kennengelernt. Nehmen das Buch aber mit. Vielleicht können wir ja irgendwas damit anstellen. Hier ist nochmal ein bisschen Loot. Nichts so Wichtiges. Und ein Altar von Desna. Das heißt, wir sollten eigentlich unseren Freund Rahmen hier finden. Der sollte eigentlich nicht so weit weg sein. Wenn hier sein Tempel ist. Gut, Mr. Rahmen, wo bist du? Wo sind wir eigentlich? Oh, ich höre irgendwas. Irgendwas habe ich gehört. Oh, da ist ein... Irgendwas, was wir... Ein Tiger, den wir adoptieren können. Okay, ich kann damit leben. Wir adoptieren Tiger. Kriegen ein bisschen Loot. Tiger ist ein Petcat, was Moralbonus und Lordchecks gibt. Na gut. Oh, wir haben einen besseren Dagger. Den können wir aber nicht benutzen. Warum nicht? Warum kann ich ihn nicht in der einen Hand mit einem Schwert benutzen? Warum kann ich dich nicht mit einem Schwert benutzen? Ich kann dich doppelhändig benutzen. Ist das ein Parierdagger oder so? Das Ding ist nämlich nicht schlecht. Aber ich kann kein Schild dazu benutzen. Ich kann es aber auch nicht unequippen. Ist das cursed? Sehe ich nicht ganz. Can't be unequipped. Das heißt, wir könnten noch eine zweite Waffe dazu tragen. Wir sollten aber bei einem Dolch wahrscheinlich bleiben. Okay. Nehmen auch diesen Spell-Slot. Ja, versuchen wir es mal doppelhändig. Warum nicht? Da ist aber auch das Item geblieben, was ich vorhin gesucht habe. Wir können jetzt nach unten oder nach oben gehen, wenn ich es richtig sehe. Was ist hier? Rahmen ist hier. Rahmen ist hier? Ah. Reden wir mit ihm. Wir wollen Rahmen natürlich nicht töten, sondern ihn aufessen. Kill me if you wish. But I ask you, hear me out first. Okay. I did. We have a secret alley in the enemy ranks. Das ist immer praktisch. No one knows who this brave soul is. But she has been... Okay, das ist eine Sie. Giving us information about the demon's plan. These dispatches has come to us by the more reliable channel bestowed upon us by the great dreamer herself. They have come to us in dreams. Prelate Hulrun brushed them off as meaningless reverberies. And well, I admit that it isn't always easy to distinguish our ally's message from ordinary dreams. But even ordinary dreams are gift from Desna, and are always worthy of attention. The prelate, and all the crusade's leader for that matter, should have put less store in reason and more in intuition, inspiration, and spontaneity. What's more, not long before the attack on the city, a blind elf who calls himself the Storyteller, den sollen wir ja suchen, arrived in Cannaberth. This wanderer wasn't merely a collector of legends, but a scholar of the unknown. According to him, the wardstone in our city, first and most important in the chain of wardstones, weakened since long ago, was teetering on the brink of corruption
seems that the Red Morning Massacre and other demon attacks, even as those we fended off, did not leave us unscattered. Unfortunately, the prelate did not wish to listen to the storyteller either. We're lucky he wasn't burned at the stake, the heretic. We had such vital information on our hands, information that could have saved the city, but no one cared to listen all the way to the catastrophic end. Okay. Ich glaube nicht, dass die Dreams bei Demons gesendet wurden. Aber wir können von den Ritualen erzählen. Und er antwortet darauf nicht so wirklich. Und Lan antwortet darauf auch nicht so wirklich. Ich dachte, irgendwer wird hier irgendeine wichtige Antwort geben. Okay. Das scheint nicht so eine gute Antwort gesehen sein. Warum sind Hulrun und du am am Streiten? Und er sagt, er wünscht ihm nur das Beste. Und er sollte eigentlich in Rente gehen. Das ist ein bisschen gemein. Bla bla bla. Und er glaubt, dass die von Desna Heretiker sind. Was ich nicht glaube. Und ja, naja, whatever. Wir wollen den Konflikt resolven. Vielleicht. Na gut. Da gibt er uns auch nicht so wirklich was. Wir haben sogar Evil und Lawful, um ihn so anzugreifen. Aber warum hat er noch nicht geliefert? Er will helfen. Wir nehmen auch nochmal die Option, einfach ob wir irgendwas kriegen davon. Nee. Okay, das heißt, wir müssen herausfinden, was zu den Desna Adepts passiert ist. Aber irgendein anderer NPC kommt direkt zur Hilfe. Namens Ilkes. Okay. Wir kriegen XP dafür. Pale a youth materialized before you. Okay. My friends are called Akna und Fral. Oh nein. Ach ne, Sal heißt er. Ich dachte, sie haben auch noch Fral schon wieder geholt in dem dem Tower. Verdammt. Ein beautiful girl suchen wir. Ja, suchen wir das nicht alle immer. Und ein Magier. Okay. Okay, die Dämonen wollten den Wardstone holen, das wissen wir schon. Was wollen sie mit dem Wardstone machen? Our plan was to get to it and then follow our instincts. Okay, das ist nochmal die gleiche Geschichte. Aber wir hatten zu wenig Zeit. Oh, er klatscht. So, you lot decided that you needed to do something right away, so you did something right away. Great work. Scheinbar ist ihrem Plan nicht so ganz funktioniert. But luck as many lay people would understand it, and luck as we, the followers of the music of the sphere, see it, are far from the same thing. Other people believe that luck is something good that falls into your lap just because, like a generous but unearned reward. We see luck as a fundamental law of creation, according to which even in the darkest hour of the most helpless situation, a chance of rescue and change for the better can arrive. Sehr optimistisch, würde ich sagen. Aber dass Glück eine größere Rolle spielen sollte in der menschlichen Betrachtung, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und wir sollen unser Luck selber kreieren. Ja, kann man immer wieder mal versuchen. Funktioniert eher seltener. Und in deren Fall scheinbar auch nicht.
You were trying to help. Can they punish you if you were trying to help? Is that allowed? Sometimes it's even necessary. Alle Optionen gefallen mir nicht. Nehmen wir mal die Lawful Option. Lernen wir noch irgendwas hier raus? Nee, I have to go, okay. Ja. Und er geht jetzt in die Kirche rein. Was macht er da? Gucken wir mal, was er da drin macht. Mhm. Okay, irgendwie hilft er uns mittel viel weiter. Okay, okay. Gut. Heißt, wir müssen den Konflikt mit dem einen Dude friedlich lösen. Der stand, glaube ich, hier. Versuchen wir es nochmal. Quicksave nochmal. Ich glaube, auf dem Weg war nichts mehr Gefährliches. Ich hoffe, dass wir ihn überzeugen können, dass wir den anderen Dude retten können. Mal gucken, ob das funktioniert. Wherever my legs carry me. Come on, Hulrun, sei ein netter Kerl. Er will nur das Beste. Mal gucken. Und, okay. I would consider those words an admission of treason from anyone else, but I don't wish to draw my weapon against he who has been given heaven's gift, and I won't as long as you don't do anything worse than convincing with that rebel rouser Rabian. Okay, das ging einfach. I won't ask you again to kill the rebel rouser, but as soon as we liberate the city from the demons, my faithful will hunt him down. Okay. Wir können noch ein bisschen Tokno-Jutsu zu ihm machen und kriegen noch ein bisschen Informationen von ihm. Er ist der Chef, whatever. Und vielleicht können wir ihn in unsere Stadt Mission bringen. Und können ihn tatsächlich dahin bringen. Cool. Geil. Den mit unserer Armee zu haben, auch wenn er ein Idiot ist, ist, glaube ich, eine gute Idee. Gefällt mir. Cool, das hat ganz gut geklappt. Und es gab einen Haufen EP für die Sache. Fällt mir auch. Wie viele Wachen sind hier gestorben? Wir kriegen ein Buch. Ich lasse es mal wieder hier durchrollen. Und wir nehmen alles mit. Grinding Stone. Wow. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir gegen den Vruk, ist das vielleicht der, den wir befreit haben? Gegen den sollten wir vielleicht noch nicht fighten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er eine Nummer zu groß für uns ist. Und fürchte, dass wir aber sonst nirgendwo mehr hier lang gehen können. Was heißt, wir gehen hier weiter in die Richtung. Aber selbst mit dem Tons of XP sind wir noch immer weit, weit weg vom Level Up. Auch sie ist noch relativ weit weg vom Level Up. Können wir jetzt nochmal mit ihm reden, jetzt wo wir ihn überzeugt haben? Und auch ihn können wir ihn einladen, was eventuell problematisch ist, weil die beiden da sind, aber egal. Machen wir trotzdem. Und das gibt uns nochmal ein bisschen IP und wieder neue Leute. Cool. Das klappt auch ganz gut. Ja, saven mal. Und gucken uns langsam nach oben. Ein Fighter. Warte. Mehrere Fighter. Dann starten wir doch mit einem Sleep Pull.
gucken uns an, wie viele es am Ende wirklich sind. I won't let you hurt my friends. Hat gefehlt. Leider. Sind es nur zwei? Was haben wir hier noch? Ein Evoker. Oh, Evoker will ich sleepen. Oder killen. Oh, hier ist noch jemand. Kultist. Den sleepen wir auch mal. Der Rest der Gruppe schlägt sich übrigens hier vorne ganz okay. Sleepen wir. Können wir ihn sleepen, ne? Weil er wird gleich eh sterben. Heißt, hier müssen wir nichts mehr machen. Hier könnte ich nochmal den Schild neu casten, bringt aber auch nicht so viel. Heißt, wir killen einfach alles. Und hoffen, dass alles stirbt. Ja, das hat gut geklappt. Hier nochmal ein bisschen Loot. Irgendeine Rolle. Noch mehr Rollen. Haben wir noch irgendwas zum Heilen? Ne, wir müssen wahrscheinlich weiter Heiltränke trinken. Speichern. Und trinken ein paar Heiltränke. Jedenfalls die kleinen. 19 Stück haben wir, das können wir noch ein bisschen trinken. Gut, na, du wohl doch, trinken wir noch einen. So. Weiter geht's. This way. Hier scheint nichts zu sein. Okay. Das akzeptiere ich. Wherever my legs carry me. Hier kommen wir nicht weiter. Hier ist zwar irgendwas, aber nichts, womit ich interagieren kann. Hier ist Loot. Okay. Oh, warte. Oh, oh. Interessant, hier ist irgendwas. Ah, wir haben keinen Spellslot, um Sea Invisibility zu casten. Heißt, hier ist irgendwo ein Gegner. Ein Barbau. Barbau, wir gehen mal in den Geek-Modus. Wir sind alle überrascht, außer sie. Barbau sieht stark aus. Stufe 7, Outsider. 7, wir sind 4. Heißt, wir gehen vielleicht in die defensive Haltung mit ihr. Sie steht nämlich vorne und smiten ihn. Guter Schaden. Und beenden den Zug. Der Hauptcharakter wird wahrscheinlich nicht durch seine Rüstung durchkommen, aber wir versuchen. Naja, habe ich mir schon gedacht. Wir haben hier noch einen Heal-Zauber. Nutzen wir. Oh, wir haben unsere Spirit Charge ist aufgebraucht. Drei Angriffe macht er, nicht wenig. Ich benutze mal diesen Feed, was auch immer der macht. You won't survive me. Krass. Hat genau den Schaden reduziert, den wir gefügt haben. Ich glaube nicht, dass ich ihn slumbern kann, aber ich werde es versuchen. Ja. Und ich fürchte, ihr Bogen wird nämlich auch nichts bringen. Gegen so einen Gegner. Okay, gemisst. Aber wenn wir den Schaden, der einfach geblockt hat, dann werden unsere drei Angriffe auch nicht viel bringen. Fürchte alle unsere. Ah, gut, einen Schaden macht sie. Hat's aber einfach nur schlecht gerollt. Was macht er denn überhaupt eigentlich? Hm.
Vielleicht nehmen wir doch das hier mal nochmal. Das hat viel Schaden gemacht. 5 Schaden. Und ein Miss. Ja, ich glaube, die kann da gar nichts machen. Vielleicht hätten wir den Curse benutzen sollen. Guter Schaden. Burn! Slice! Behead! Yes, behead! Schön alle Schläge am Missen. Der wird sich rächen. Aber kommt nicht an ihrer AC durch. Der hat aber noch immer Hälfte des Lebens. Schieß weiter, volle Kanne auf ihn. Nee. Treffen wir aber nur einmal. Versuchen wir einfach mal. Vielleicht bringt uns das irgendwas. Okay, hat er aber auch resistet. The Inheritor, guide my blade. May I see your entrails, ah ne, hat er trotzdem den Debuff? Wir haben einen Schaden genommen beim Angreifen. Okay. Interessant. Crit, 10 Schaden, nein. Oh, jetzt fängt er an. Aber nur mit einem Schlag. You've crossed the wrong mongrel. Oh, ein Schaden. You won't stop us. Und damit beenden wir den Fight. Sehr gut. Den Babu haben wir besiegt. Kriegen einen unidentifizierten Shortspear. Das finde ich interessant. Und den Loot, den wir gerade eben nehmen wollten. Der irgendwie insgesamt mediocre war. Ich speichere mal und schaue mir an, was das für ein Shortspear ist. Denn Shortspeare sind eigentlich ganz cool. Cold Iron Shortspear plus 1. Den nehmen wir mal schon unseren Dagger. Hilft uns auf jeden Fall im Fight gegen... Oh, hier ist irgendwo ein Perception-Check. Ich weiß noch nicht wo. Alle fehlen ihre Perception-Checks. Aber ich weiß auch nicht wo. Alle? Come on, gar keiner? Wer hat denn gute Perception hier? Vielleicht können wir aber jetzt erstmal nicht wieder hier hin. Ich glaube, sonst gibt es ja auch nichts. Ich glaube, hier kommen wir nicht lang. Das heißt, das geht hier weiter. Bis hierhin ist auf jeden Fall der Weg sicher. Hier kommen sie nicht lang. Dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Ist auf jeden Fall... hier sind aber auch Gegner. Ich war nie gut at Stealth, aber ich werde versuchen. Okay. Ich wollte eigentlich diese Menge angucken, aber hier sind Feinde. Ein Barbar. Der Barbar wird hoffentlich schlafen gelegt. Was irgendwie ganz gut geklappt hat. Out of range. Da hinten sind auf jeden Fall noch mehr Gegner. Kannst unstealthen. You won't survive me. Oh, hier sind noch mehr Barbaren und auch ein Magier. Scheinbar. Der Magier wird mir nicht gefallen. Ah, ne, ist ein Sharpshooter. Ne, doch, da ist ein Magier. Magier ist das Target. Oh, und wir missen ihn. Ne, doch nicht. Kann sie so weit chargen? Sie konnte relativ weit chargen. Ne, kann sie nicht. Das heißt, sie rennt so weit, wie es nur geht. Dann machen wir sie fertig. Gleiches wahrscheinlich gilt für sie. Sie kann irgendwie gar nicht weit chargen, wieso auch immer. Wahrscheinlich ist sie noch gestealthed. Ja, sie ist noch gestealthed. Ändert das was? Ja, vielleicht kann sie... Sie kann aber irgendwie nie chargen. Vielleicht hat das zum Stealthen. Ja, ich weiß auch nicht, was daran flawed ist.
Noch mehr Zauber und irgendein Alien-Dude. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Sie kippt. Ja, doch ein bisschen schnell um. Können wir ihr irgendwie helfen? Ich fürchte nicht so wirklich, außer unseren anderen Charakter da vorwerfen. Ne, interessiert sie ihn nicht. Gut, dass sie noch in Schildstand ist. Okay. Direkt ihn auch versuchen zu schleifern. Was geklappt hat. Und ein Stück nach vorne laufen. Er schläft noch. Und wir können weiterhin die Rangers töten. Den Evoker wahrscheinlich. Haben keinen Superschlag mehr. Wir können aber diesen Schlag benutzen. Perfect Strike. Make every strike count. Hm, knapp. Die hat nichts mehr. Ich überlege gerade, ob ich nicht einen Trank trinke mit ihr. Nein. Denn ich will nicht, dass sie umkippt. Kann ich den jetzt irgendwie hier benutzen? Ja. Und ihn noch angreifen. Guter Schaden. Die kommt nirgendwo ran. Rennt also einfach nur näher dran. Oh, oh, oh. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Ah, ich werde ihn angreifen. Miss. Ein Schaden. Miss. Wow. Oh, da kam auf jeden Fall ein Griff. Genervt. Ist das Sleep? Und auch das hat geklappt. Lan, du kümmerst dich weiter um den Evoker. Gut. Vielleicht bringt das was, wenn wir chargen. Okay. Charge ist echt nicht schlecht. The world in crimson. Wow, wow, wow. Das hat ordentlich reingehauen. Wow, Charge ist echt stark. Kann man so sagen. Sollte öfters chargen. Wo haben wir hier Charge? Naja, egal. Wir hauen erstmal einen Knopf. Kannst du ihn zum Schlafen bringen? Ich glaube, das letzte Target, was wir hier haben. Ne, hat nichts gemacht. You won't survive me. Geht so ideal. Ah, ich weiß nicht, ob sie ihn killen kann. Ich glaube, sie trinkt lieber einen Trank. Lieber nur mal sicher gehen. Kann noch einen Trank trinken? Ein Turn, zwei Tränke trinken. Wow. Interessant. Charge? Nee. Charge? Nee. Schwert angenommen. Warum kann sie nicht chargen? Weiß das jemand? Burn. Slice. Behead. Autsch. Endure this. Bräuchten echt einen besseren Bogen für ihn. Der wird nochmal richtig reinhauen. Take you. Ja. I'll cut you wide open. Geht alles so mittelschnell insgesamt. Oh, hier Schaden mit dem Crit, wow. Aber dann Flash. Das klingt cool. Ja, im nächsten Moment. Oh. Shit, das hat wehgetan. Wir benutzen unseren Perfect Strike. Okay.
Wow, der hat guten Schaden jetzt gemacht. Und ja, wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal ordentlich Tränke trinken. Ich hoffe, er macht kein Channel Divinity irgendwas. You won't stop us. Nee. Nächste Runde und der Kill soll jetzt kommen. Shall we move? We shall move. Nee, haben nicht alle getroffen. Und nehmen Heiltränke. Gucken uns den Loot an. Irgendwas Geiles. Nope, 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 nope. Rolle. Rolle, Rolle. Auch nicht. Und weiter wird ein paar Tränke getrunken. Ah, viele Tränke werden getrunken. Wow. Die heilen an seinem Hitpoint-Pool irgendwie gar nicht. Vielleicht an ihrem mehr? Nee, auch nicht. Die kleinen Heiltränke heilen schon kaum mehr was. Obwohl wir gerade mal Level 4 sind. Oh, ja doch, das hat gut geheilt. Kiste, Glock. 85% reicht mir. Bin gewöhnt, von Black Desert Sachen mit 5% zu drücken. Da erscheint mir alles, was über 10% ist, viel. So, gucken wir mal in das Haus rein. Das sie beschützt haben. Hier ist bestimmt eine Falle, als ob hier keine Falle wäre. No secrets can escape my prying gaze. War klar. Falle geht aber ziemlich tief rein. I am helpful. Okay. Das haben wir. Ein bisschen Zeugs. Neues Buch. Was ich mal wieder hier durchscrolle. Scheinbar ein Experiment. Und irgendwas klingt, als hätte es gehauen. Boah, das ist ein ziemlich langer Text. Falls jemand irgendwann sagt, wir haben irgendwas Interessantes überlesen, was wir hier gerade lesen, schreibt es doch in den Chat oder in die Kommentare. Ansonsten noch mehr Zeugs, was wir lesen können. Okay. Weiter geht's in den nächsten dunklen Raum. Aber schauen wir uns erstmal hier den Loot an. Noch mehr Loot. Hier geht's runter. Wherever my legs carry me. Und hier ist ein Shadow Demon. Okay, Shadow Demon klingt nach einer Nummer zu hart für uns. Clear the blockage. Scroll of the Invisibility. Das heißt, damit können wir wahrscheinlich den Shadow Demon besiegen. Aber der ist wahrscheinlich stark. Ich habe das Gefühl, Shadow Demon eine Gruppe zu hoch für uns. Ne, wir gehen zurück. Merken uns, Shadow Demon hier lassen wir erstmal. Backward. Und verlassen damit wieder den Raum. Sobald unsere Gruppe es schafft, die Tür zu nehmen. Und weiter geht's in die Richtung. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Komm gut voran mit der Karte, obwohl hier müsste eigentlich noch relativ viel sein. Lore Nature. Use the trunk to cross the gap. Nature, Nature. Das heißt, hier könnten wir runtergehen. Aber das würde uns nur zu dem Wrock bringen. Der Wrock war aber eine Nummer zu stark für uns. Das heißt, Nature. Wer hat denn von uns Nature? Können wir irgendwo sehen? Crave for adventure.
Nature. Wer sieht denn der Natureste von uns aus? Natürlich wir. Keine Ahnung. Das werden wir, glaube ich, failen. Ne. Nice, 102 EP. Okay, hier sind wohl Ghule in der Nähe. Ghule sind insgesamt nicht ganz so problematisch. Und da ist auch ein Ghule. Ich glaube, den können wir so killen. Aber... Die Ghule können wir so besiegen. Oh. Trotzdem wurde einer von uns paralysiert. Ein bisschen gefährlich sind die Ghule doch. Aber wohl eher in großen Mengen. Okay. Das ist jemand. Ein netter Herr namens Curl. Okay. Reden wir mal mit Curl. Er ist poking about some bodies lying in the middle of the street. Und er schnappt sich ein Amulett. Und er. Wir machen mal auf Lawful und sagen: Oh, ein Dieb. Und everyone is dead. Ich kann das verstehen. Wahrscheinlich nicht Lawful. Wird wahrscheinlich. Ich glaube nochmal, dass die True Neutral ist. You were a demon. Curl, is that you? Okay, die kennen sich. Lady Celia, you're alive. Goodness me, that she... The second bit of good news on the otherwise lousy date. Was war der erste? Mal gucken, wer das ist. He hails from Kenneworth and he fights in the Condemned. Das war eine... Okay, Schurkengruppe. A rogue with a heart of gold, okay. Okay. Er erzählt uns nicht so wirklich was. Okay. Und da kommt ein Pferd. Mit Barrels. They are saving a beer cart from the demon. Wichtige Mission, stimmt. Und alle freuen sich, die Paladine zu treffen. Wahrscheinlich war sie da mal vorher Mitglied, könnte ich mir vorstellen. Und ist jetzt dann aber Paladin geworden. Und alle sind alive. Oder war das sogar die Quest? Sollten wir nicht irgendwie mit irgendeinem reden? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, wir kriegen ein Bier. Und sie gehen irgendwo hin, um das Bier zu transportieren. Das finde ich gut. Okay, und sie diskutieren so ein bisschen, was lawful ist und was nicht. Hm. Na gut, so wirklich kommen wir da scheinbar nicht weiter. Sondern suchen irgendwo die Rückkehr ihrer Freunde. Gut zu wissen, und hier ist wieder damit ein Ausgang. Und aus irgendeinem Grund ist Ember ziemlich langsam. Ach nee, die ist am Schleichen. Alle anderen nicht. 72 EP haben wir bekommen. Nice. Die nehmen wir doch gerne mit. Hier sind noch mehr Rekruten. So sweet as a kill! Okay, die macht einen krassen Spell. Teleportiert sich weg. Und dann kommen daraus Ghule. Cool.
töten den Dude. If we step on their toes as well? Ich glaube, dafür brauchen wir aber wieder keinen Modus. You are today's sacrifice. Sondern wir können einfach die abschlachten. Boom, 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 alles tot. Surrender or else. Kriegen noch ein bisschen Loot von den Rekruten. Ordentlich Heiltränke, das ist gut. Haben wir ein paar von denen verbraucht. Und hier können wir Religion machen. Keine Ahnung, wer Religion von uns kann. Wir haben schon einen Guidance. Thanks, Lan. You're so awesome, Lan. Oh ja, Lan hat's geschafft. Nice. Noch ein bisschen Loot. Können hier nicht so wirklich weiterlaufen. Ja, und an der Stelle würde ich sagen, bin ich für heute durch. Wir haben schon ordentlich was von der Map erkundet. Meine ich jedenfalls. Nicht mehr viel fehlt, dann sind wir mit der Map durch und gehen dann wahrscheinlich ins nächste Gebiet. Obwohl, wir müssen auch irgendwo die Treppe runterlaufen, ne? Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich glaube, da müssten wir noch hin. Und ansonsten noch hier das letzte Viertel erkunden. Aber, das machen wir dann die Tage mal. Oh, hier sieht man übrigens auch den Abyssal Corruption Set. Wir sollten das dritte Level voiden. Sind eigentlich unsere HP-Stände aus noch immer eigentlich ganz ordentlich, haben nicht so viel Schaden abbekommen. Eventuell könnte sie einen Trank trinken. Das könnte ich eventuell vergessen. Okay, vielleicht zwei. Hm, er trinkt vielleicht auch einen. Okay. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es gibt immer ein Video auf YouTube, was ich aufnehme bei Twitch. Und bei Twitch spiele ich momentan die Spiele immer live. Das heißt, schaut doch live bei Twitch rein oder schaut auf YouTube eins der Videos an. Twitch spielen wir immer feste von 15 bis 17 Uhr am Dienstag und wann immer ich sonst noch Zeit habe. Ja. Schreibt mir irgendwas in die Kommentare, schreibt mir eine PM, lasst einen Like da, ein Follow, ein Subscribe und helft dem Channel zu growen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder. Und bis dahin wünsche ich euch schöne Zeit. Euer Dungeon Frog. Tschüss.